3, 2, 1, Boys ist hier im Start. Hallo Leute, heute zu einem neuen kommentierten Kommentar von mir hier auf dem NZ-Kanal. Und ja, viele von euch wissen dieses Thema, was oben schon vielleicht, wie ihr gelesen habt und oben schon beschrieben worden ist, oder auch in der Beschreibung beschrieben worden ist von mir. Ja, ich weiß nicht, vielleicht gibt es also Leute, die vorher die Beschreibung anschauen, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle habe ich nachgeschaut und habe ein paar YouTube-Fakten gefunden und ich kann mit dem Scheiß echt nicht umgehen. Mit dem. Deswegen schaue ich immer woanders hin und da ich. Ja. Ja, ja. Das soll eigentlich. Ja, wurscht. Auf jeden Fall, wenn ihr auf 3, 2, 1, Posen Sie im Start. Hallihallo, Jungs und Mädels. Hier ein neues Video, ein kommentiertes auf dem NZ-Kanal. Ich spiele mit der UMP, hab das T4 und auch die Blackgraden dabei. Was ich genau aus zweiter Farbe weiß ich wie immer mal nicht. Ja, ich habe hier den Hubschrauber, den Payflow und auch den guten alten Juggernaut am Werke hier. Und ja, mit dem Sentry Gunner, wie das da heißt, kann ich mich nicht umgehen. Deswegen verziehe ich mich manchmal richtig fein hier auch noch. Und ja. Was ich heute mit euch besprechen werde, wie ihr vielleicht oben schon gelesen habt, das Tutorial Shake on YouTube. Dort seht ihr ja, wenn ihr eingebt oben bei der Suchleiste Tutorial Shake und ein bisschen wartet, dann kommt gleich das Lied. Und das YouTube Fenster ändert sich extrem und auch extrem geil, finde ich. Ich habe schon viele negative Bewertungen gesehen. Ja, warum machen sie das und wieso machen sie das? Oh, hier hatte ich echt fette Angst, ey. Auf jeden Fall, warum machen sie das und wieso machen sie das? Kann ich euch sagen, es ist für sie sicher. Hoffentlich und schon sehr viele Leute dann genau dieses Video an und vielleicht der Harlem Shake Video irgendetwas mit diesem zu tun. Man kann auch andere Easter Eggs, will ich sie jetzt nicht nennen, auch bei PSE, ja, glaube ich, so heißt der. Der, Gangnam-Style geschrieben hat, unten bei dem Videoanzahl ist ja auch so ein Männchen, also er, der hüpft nach zum Beat und so. Ich würde natürlich die zwei Videos, also Videos, diese zwei, ein Video und eine Suchleisteneingabe unten in der Beschreibung reingeben. Schaut das rein, das ist echt fett. Und schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr mehr so Sachen haben wollt. Natürlich kann ich dies nicht ändern, aber es würde mich sehr interessieren. Dann zum zweiten, bisschen größeren Thema, das wichtig ist für mich und vielleicht für euch. Ich habe keinen Clan jetzt aufgemacht, ich bin bei einem Freund im Clan, bei dem Gamerfreak 221 irgendwie. Werde ich auch unten verlinken, da könnt ihr auch mal reinschauen. Er macht echt geile Videos, ich mag seine Stimme sehr. Auf alle Fälle. Er hat einen Clan aufgemacht, den er schon mal offen hatte und hat ihn halt aufgemacht, soweit ich wieder weiß, nochmal. Natürlich hat er mich gefragt, ob ich nicht reinkommen wolle. Und ich sagte natürlich ja. Somit bin ich dann bei ihm im Clan. Und jetzt werden sich viele denken, oh, jetzt hast du endlich deinen Clan zugemacht, jetzt gehst du wieder in anderen. Ja, es ist nur ein derzeitigen Überbrückungszeit bei ihm, bis er mal mehr Member und so hat. Dann werde ich natürlich noch Admin bei ihm bleiben, aber trotzdem nicht mehr so viel aktiv sein. Und wir werden mit ihm dann Partnerclan sein, da ich ja im Sommer, wie versprochen, wieder den Clan aufmache. Das ist jetzt mein Statement. Und hier habe ich dann noch ein kleines Statement zu dem 50 Abonnenten Special. Ja, ihr denkt, jetzt 50 Abonnenten, ist der dumm, Junge? Ja, ich mache gerne Specials und ich werde euch bei 100 Abonnenten, bei 200, bei 300, bei 400 und bei 500 allen Special raushauen und dann vielleicht mal schauen, wie lang das dann auch überhaupt bleibt, mein Kanal. Ja, ich weiß auf jeden Fall, was ich bei dem 50 Abonnenten Special machen werde. Es wird ein Video sein, da ich noch nicht mehr machen will. Vielleicht wird da ein Real-Life-Foto von mir kommen. Wer weiß es mal schon. Und zum 100 Abonnenten Special werde ich für euch ein Lied schreiben und dieses Lied werde ich dann singen. Ja, das war das ganze Gameplay. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Poisons.